So, da sind wir wieder bei Overworks of Castlevania, Lords of Shadow, Mirror of Fate. Quatsch! Lords of Shadow 2, immer noch nicht Mirror of Fate. Alter, wann kriege ich das denn endlich mal raus? Komm her. Verdammt! Jetzt habe ich die ganz... in mein Gesicht. Ekelhaft. Okay. Oh, jetzt habe ich alle... jetzt habe ich alle aufgehetzt. Ich habe alle aufgehetzt. Unfassbar. Ja, ja. Ihr seid ekelhaft, ich weiß. Alter. Da muss ich wohl hier mal einen Rundumschlag machen. Boah. Ja, einer ist schon mal weg. Und ich habe Energie wieder. Boah, das läuft gut. Muss sagen. Richtig geil. Was? Nein, jetzt ist er schon wieder. Na komm. Oh, es funktioniert super mit dem Flächenangriff. Hui. Und dich auch noch. Zum Abschluss. Ich brauche noch ein bisschen verseuchtes Blut. Och Mensch, brauche ich gar nicht, die Uhr. Ich benutze diese Spezialfähigkeiten viel zu selten. Naja, ist egal. Okay, ich könnte auch einen Fledermausschwarm loslassen, aber egal. Egal. Okay, da verändert sich nichts. Probier gerade mal nur ein bisschen rum, ne? Weißt du Bescheid? Mülltonne. Oh, Müll. Ekelhaft. Mach ich gleich mal weg. Da komme ich auf jeden Fall lang. Jetzt muss ich nur kurz gucken, dass ich hier vielleicht noch ein bisschen... bisschen Zeug kriege, weißt du Bescheid? Bisschen Totenschädelwährung wäre gar nicht schlecht, ne? Was? Okay. Geil! Ein Chaos-Splitter! Schön. Ich habe auf jeden Fall auch wieder eine neue... ich kann wieder was Neues lernen? Schon wieder? Nee, das ist es nicht. Vielleicht warte ich auch mal. Was ist das? Nee, 3000. Hier irgendwas? Ich weiß es nicht. Ja, das. Ja, mache ich mal, ne? Kann ja nicht schaden mit Dreieck, ne? Hier gibt's sonst nichts, ne? Nö. Was? Schon wieder? Ach, okay. Damit habe ich das gesteigert. Da, das Beherrschungslevel. Na, weiß der Bescheid. Hier kann ich noch nichts Neues machen, okay. Was ist das denn hier? Eine Bücherei? Eine Bücherhandlung. Books. Ach, guck mal, da ist ein Portal. Ein Books-Portal. Das sieht für mich doch nach einem Schacht aus, den ich benutzen könnte, wenn ich eine Maus wäre, oder? Ja, klar. Deswegen muss ich auch in den Schatten gehen. Aber ich höre ja auch Fledermäuse, oder ist das von draußen? Ich weiß es nicht. Siehst du? Das waren die Mäuse. Fledermäuse hören sich irgendwie genauso an wie so solche Mäuse, habe ich das Gefühl. Und jetzt? Ja, und jetzt?
Was kann ich da jetzt machen? Soll ich da reinspringen? Hallo? Ich kann ja gar nichts anderes machen, oder? Außer mich zu putzen. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Was zur Hölle? Ich bin da? Nee, da muss ich lang. Hauptmission. Ach, da ist noch ein Gitter. Okay. Alles klar. Man muss sich nur mal ein bisschen umgucken, ne? Warte mal. Da war nichts, ne? Nee. Mein Rattenvolk. Ja, hier komme ich da aus dem Laden wieder raus. In dem Laden wieder raus. Alter. Ich sehe nichts. Hä? Und jetzt kann ich da wieder rauskriechen. Wow. Aber jetzt bin ich woanders, oder? Ja, tatsächlich. Ich bin woanders. Wow. Manchmal bin ich ein bisschen verwirrt, wenn es um die Ratten geht oder um die Gänge. Na gut. Okay, hier kann ich auch Kamera drehen. Okay, es geht. Ging gerade nicht, ganz kurz. Gut. Dann gehen wir mal hier hoch, würde ich sagen. Was ist das? Die hören sich genauso an wie Mäuse. Verdammt. Ich muss jetzt wieder zurück in das Biomech-Labor, ne? Das war jetzt meine Aufgabe. Ich glaube, ich springe hier einfach mal runter. Tut mir ja nichts. Alles gut. Da kann ich wieder hoch. Warte mal, was bringt mir das denn, wenn ich da wieder hochgehe? Oh. Ah. Gib it her. Mit Select kann ich da gucken. Denkmal Atras de Vigol. Dieses ist ein Denkmal zu Ehren von Atras de Vigol, einem Soldaten der Bruderschaft des Lichts. Die Nachfahren der Vigols, die ihre Wurzeln in dieser Stadt haben, möchten ihre ewige Bewunderung und Dankbarkeit des tapferen Andras gegenüber zum Ausdruck bringen und sowie ihren Nachbarn und Gästen davon berichten. Dieser Teil der Stadt wird immer ein Ort der Meditation und Abgeschiedenheit sein. Ein Ort der Feier, weil der Prinz der Finsternis von all jenen für immer besiegt wurde, die kämpften und starben, damit wir heute in Frieden leben können. Andras war einer davon. Seine Nachfahren könnten kaum mehr Stolz für seine Tapferkeit und Aufopferung empfinden. Ruhe in Frieden. Okay. Naja, so mit dem, also der finstere Lord oder der Prinz der Finsternis ist ja noch da, ne? Ja, okay, da kommen wir wieder zurück. Will ich gar nicht. Lass mich mal runter hier. Ach, wir können alles kaputt machen, ne? Machen wir das doch mal. So. Oh. Yeah. Wie oft kann ich dich... Ach, ich habe keine Dolche mehr. Scheiße. Komm mal her. So macht man das. Das arme Mannequin hier. Krasse Musik. Huch. Au. Diese miesen Viecher. Boah, die sind schnell. Verdammt. Boah. Ich glaube, es war ein Fehler, die aufmerksam auf mich zu machen. Egal, ich springe einfach mal runter. Oh, Leute. Einmal saugen, bitte.
Das Blut natürlich, ne? Nichts anderes. Nicht, was ihr denkt, Alter, Igitt. Was? Der steht noch? Jetzt nicht mehr? Yeah, noch ein Dodo-Ei. Was bringt mir das denn, diesen Wasserfall hier stillzulegen? Bringt mir das irgendwas? Ich guck mal ganz kurz. Nö, es bringt mir nur zurückzukehren, ne? Also egal. Sieht aber cool aus, wenn das bestimmt wieder gleich zerbricht. Yeah. So, nochmal eine Schriftrolle. Yeah, ein Denkmal. Die ersten Gründer von den Architekten, von der Architektenzukunft für die Väter der Stadt. Nach der Belagerung von Draculas Burg und seiner anschließenden Niederlage blieb diese Stätte mindestens 2 Jahrhunderte lang verwüstet. Es dauerte Generationen, bis die ersten Ansiedler es wagten, einen Fuß auf für verflucht gehaltenes Land zu setzen. In einem Akt der Tapferkeit und der Zurückeroberung ihres Erbes beschlossen jene Ansiedler, auf den Fundamenten der zerstörten Burg heimisch zu werden und gründeten die Kolonie, die heute unsere Stadt ist. So schrecklich die Geschichte auch war, Geschehnisse auch waren, die sich während der Herrschaft Draculas ereigneten, beweist doch die bloße Existenz dieser Stadt die Stärke, die Entschlossenheit und die Unbesiegbarkeit der menschlichen Seele. Ja, seht ihr jetzt, was ihr davon habt? Muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Ich würde auf so einem Land nicht bauen. Da wären die Grundstückspreise viel zu niedrig. Ich meine, allein die Laternen, wie die aussehen. Ne? Das ist eine Laterne, musst du dir mal reinziehen. Die ist noch mit Gas befeuert. In welcher Zeit leben wir denn hier? Ist doch eigentlich die Gegenwart, oder? Verdammt. Oh. Okay, es sind doch mehr, als ich dachte. Cool, guck mal, wir können hier wechseln. Obwohl wir mitten im Kampf sind, können wir ganz sneaky hier wechseln. Ich werde mal zur Sicherheit, Alter, jetzt das nehmen. Weil, ganz ehrlich, das sind ja doch vielleicht doch ein bisschen zu viele. Ich weiß es nicht, ne? Könnte man eigentlich mal machen, ne? Ey, fuck. Weißt du? Ich hab gedacht, mit jedem Schlag werden die langsamer, ne? Natürlich, macht Sinn. Alter. Mist. Das ist cool eigentlich, die Fähigkeiten, muss man sagen. Yeah. Hat mir doch was gebracht, muss man sagen, ne? So, schnapp ich mir dich mal. Ah, scheiße, Fokus verloren. Naja, egal. So, schnabulieren. Ja, schön. Oh, yeah. Au, fuck, Fokus verloren. Naja, egal. Dafür kriege ich jetzt Mittagessen. So. Oh, geil. Ja, die Zeituhr war ganz cool. Könner, jawohl. Wie komme ich denn zu der Ehre? Was ist das denn für eine Trophäe? Für was? Huch. Und wir haben... Da ist noch ein Teil der Karte. Gut. Noch ein Teil. Wissenschaftsviertel. Aha, okay. Brauchen wir eigentlich gar nicht, oder? Auf jeden Fall ist da unser Ziel. Und ich würde sagen, ich gucke mich jetzt nochmal da hinten um. So, was haben wir denn noch hier? Schön. Da. Ein paar
paar Kisten, ne? Und hier so ein Ding und ein Hydrant ist das, genau. Oh, die Musik ist manchmal echt heftig. Guck mal hier noch. Fässer. Guck mal, ach, guck mal, hat sich doch gelohnt. Sehr schön. 50 Erfahrungspunkte. Lohnt sich doch. Ich bewässere die Gegend mal ein bisschen. Oh, hat schon aufgehört, leider. Naja, der Wasserdruck kann ja nicht ewig anhalten, ne? Die armen Menschen haben es nicht anders verdient. Wie sieht der aus? Der sieht aus wie ein Wissenschaftler. Das heißt, wir sind vielleicht ganz in der Nähe von dem Biomech. Sieht ganz so aus, oder? Dahinter ist es doch, glaube ich. Naja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Seid gespannt, wie es weitergeht. Bis dahin, bye.